ist der Olympiasieger und jetzt ist er auch der Europameister. Now you have the European title. What does it mean to you? Oh, it was really, really fantastic moment for me. Ja, es war ein fantastischer Moment für mich. Season, schwierige Freiluftsaison. Hatte viele Probleme mit Verletzungen, aber jetzt bin ich da. I'm not really happy for this race. Das Rennen war gar nicht so toll. Really better, das Semifinale war besser, aber ich habe es geschafft. Und wichtig ist zu gewinnen. And now we work for the relay and the next jetzt warten wir noch auf die Staffel. Congratulations to another European title. Noch ein Europameistertitel. Was bedeutet das für Sie? Yeah, my sixth European title. Jetzt habe ich meinen sechsten EM-Titel gewonnen. In front of the vor den deutschen Fans. With the strong Germans on the field. Und starke deutsche Gegnerinnen gehabt. In Berlin 2018. Das war auch in Berlin schon 2018 so. The fight was nice. They were ein so strong. Schöner Kampf. Sie waren wirklich sehr stark. Christine Pudenz hat ja schon Silber bei den Olympischen Spielen geholt und hat jetzt seine Bestleistung geworfen. So to beat her, da habe ich mich wirklich sehr bemühen müssen. Das war ein sechster Titel jetzt für mich. And jetzt bin ich glücklich und kann nach Hause gehen und schlafen. Congratulations. Thank you. Thank